Ja, das Thema heute, sehr geehrte Damen und Herren, ist eine klare Ansage der Linken. Da weiß man, wo der Hammer hängt, nämlich gleich neben der Sichel. Keine Profite mit Boden und Miete. Das reimt sich sogar und könnte der Schlachtruf sein, mit dem man von einer Barrikade den Großkapitalisten dieses entgegenschleudert, könnte man zumindest es meinen. Für andere hört sich das an wie: den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Reimt sich auch. Ist aber genauso falsch wie der erste Reim, denn aufgehalten hat den Sozialismus nicht Ochs und Esel, sondern er ist an der Realität zerschellt. Und er hinterließ nach einem 40-jährigen offenen Feldversuch namens DDR mit all seinem Leid, seiner Unterdrückung und seinen Ermordeten nur Ruinen. Und der unbelehrbare Geist, der einfach nicht wahrhaben will, dass genau dieser Weg in eine Ruinenlandschaft geführt hat, der fordert hier und heute in dieser aktuellen Stunde genau dasselbe. Er bedeutet nichts anderes, als den Menschen aus der Verantwortung zu nehmen. Alles gehört allen, also muss er sich um nichts kümmern. Das Ergebnis ist bekannt. Tut mir leid, ich habe den Menschen nicht gemacht, wie er ist, aber ich maße mir ihn auch nicht an, umzuerziehen. Und wenn wir uns die Unterstützer der gleichnamigen Volksinitiative, Bürgerinitiative jetzt hier anschauen, Antifa Altona Ost oder Plenum der Roten Flora, dann ist ganz klar, welchen Geist das Ganze hier atmet. Aber es gibt ja noch einen zweiten Teil in diesem Titel und der hieß: Hamburg sozial gestalten. Ich unterstelle der Regierung nicht, dass sie nicht bemüht ist, Hamburg so sozial zu gestalten. Manchmal sind es aber eben halt auch nur Bemühungen, gut gemeint, aber aufgrund der Wahl der falschen Mittel schlecht umgesetzt. Beispiel gefällig, ja, man höre und staune, der soziale Wohnungsbau. Kaum ein Anlass, wo Herr Kienzschärf die Gelegenheit nicht nutzt und betont, dieses Jahr 4000 Sozialwohnungen zu bauen. Liebe Anwärter auf eine Sozialwohnung, auch Sie mögen das für sozial halten. Es gibt aber mehr als nur 4000 berechtigte Haushalte pro Jahr und auch mehr als die rund 80.000 Sozialwohnungen, über die Hamburg in Gänze in dieser Stadt verfügt. 2019 lagen 350.000 Hamburger Haushalte unter der Einkommensgrenze, die Anspruch auf eine Sozialwohnung im ersten Förderweg hätten. 350.000 minus 80.000 sind 270.000 unversorgte Haushalte und davon ziehen Sie noch die freien und die Genossenschaftswohnungen ab, wo Sie auch günstig wohnen können. Und es bleibt immer noch eine sechsstellige Zahl an unversorgten Haushalten übrig, denen Ihr § 5 Lotterieschein überhaupt nichts nutzt. Ferner gibt es Fehlbelegungen, also Haushalte mit einem Einkommen, das nicht mehr berechtigt, eine Sozialwohnung in Anspruch zu nehmen. Zu guter Letzt verschwinden in der Regel tausende Sozialwohnungen, da sie aus der Bindung fallen. Allein 2020 wird diese Zahl über 6000 Sozialwohnungen betragen, die dem ersten Förderweg zuzuordnen sind. Finden Sie dieses System voller Mängel, welches nicht den Bedarf deckt, bei spröckelndem Bestand und sich nicht anpasst, immer noch sozial? Wäre es nicht viel sozialer, dass ein jeder in angemessenen Wohnverhältnissen lebende Mieter einen direkten finanziellen Zuschuss bekommt? Auch zusätzlich zu dem bereits staatlichen Wohngeld. Viele müssten dann nicht mehr umziehen, nur weil ihnen 100 oder 200 Euro Einnahmen im Monat fehlen. Zahlreiche Haushalte würden statt einem § 5-Schein eine unmittelbare, direkte finanzielle Unterstützung bekommen. Die soziale Durchmischung der Quartiere wäre gewährleistet. Fehlbelegung würde es nicht geben, da in jährlicher Antragstellung das System dynamisch hält. Das hatten wir gefordert mit einem Hamburger Wohngeld. Es wurde leider von Ihnen abgelehnt. Dieses Hamburger Wohngeld gepaart mit einer Initiative, deutlich mehr Menschen in Eigentum zu bringen, wir haben es eben schon mal gehört, eine Gruselvorstellung für die Linke, um mittels der steinernen Rente die Altersarmut zu begegnen, mietfrei im Alter zu wohnen und den rund 60% an Haushalten, die von den eigenen vier Wänden träumen, helfen, diesen Traum zu realisieren. So stellt sich die AfD-Fraktion Wohnungspolitik vor, um nur zwei Säulen ihrer Wohnungsbaupolitik zu nennen. Sie sehen, auch wir wollen, dass Menschen in bezahlbaren und angemessenen Wohnungen leben, jedoch nicht über den Weg der Illusion und der leeren Versprechung. Das Ende kennen wir. Wir möchten direkte, ausreichende finanzielle Hilfe, wo geboten und notwendig. Eigentum und Eigenverantwortung und ein starkes Unternehmertum sind der richtige Weg dahin, nicht Vergemeinschaftung. Letzter Satz, Schlussbemerkung. Schön, dass Sie Berlin erwähnt haben. Ich habe auch ein Beispiel aus Berlin. Der Hammer, der zweite,
ist aber auch, dass die gleiche Partei, die Linke, die heute hier dieses Thema zur Aktuellen Stunde angemeldet hat, im Jahr 2004 in Regierungsverantwortung in Berlin mit dem Verkauf der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und 65.000 Sozialwohnungen an eine der gierigsten Heuschrecken der Welt, an Cerberus, dem Höllenhund, ja, die ganze Debatte hier konterkariert. Vielen Dank.